So, wir sind hier gerade auf der Artikel 13 Demo und viele bekannte Gesichter sind mit dabei. Unter anderem die Marmeladenoma, Toni und Mia. Victor und Eos, Andy habe ich auch schon gesehen. Diese Leute hier sind alle da wegen Artikel 13, um dagegen anzugehen. Die sagen richtig krass. Grünen Artikel, der uns einfach das Internet versauen wird. Jetzt ist es wichtig, dass wir den Leuten sagen, zeigen, was dieser Artikel 13 ist. Wirklich, wirklich schöne. Wir alle lieben das Internet. Wir alle lieben Katzenvideos. Wir lieben unsere YouTuber. Schöne Themen der Omis, welche echt sehr viel Content machen. Und ja, damit ist quasi schon die Überleitung. Die gute Helga, die Marmeladenoma, die möchte gerne ein paar Worte loswerden. Und da ist hier auch noch was da. Zeigt eure Liebe. Ich sag euch nur, lasst euch nicht die Freiheit nehmen. Euch gehört die Zukunft. Ich wollte einen Satz sagen. Vielleicht noch mal lauter, dann hören wir alles gut. Also, ich sage euch nur eins: Lasst euch nicht die Freiheit nehmen. Euch gehört die Zukunft. Bis heute hier, macht mal Lärm. Blali ist heute hier hingekommen. Mach mal Lärm. Wir haben Toni Perosa da, Nia, Luna, Darko, so viele Menschen, die auch vom Internet, mit dem Internet aufgewachsen sind, sage ich mal, sind heute hier. Ich bin schon vor 7 Jahren überall gewesen bei den Anti-ACTA-Demos und ich finde es wichtig, dass das Internet frei bleibt. Und wenn ich euch um eine Sache bitten darf, ich habe tatsächlich einen Song geschrieben, damit erreiche ich auf meinem Kanal die meisten Leute. Wenn ihr Lust habt, in diesem Musikvideo mit dabei zu sein, abgesehen von dieser Demo, dann nehmt einen kurzen Clip auf. Der Pete Smith hat das ja initiiert mit diesem Tape auf seinem Mund mit Artikel 13 drauf. Zieht das ab, schickt mir diesen Clip per WeTransfer an maximnoise@gmx.de. Ich lade das runter und baue euch alle in das Musikvideo ein. Wichtig ist zu zeigen, wir sind keine Bots. Alle zusammen. Wir sind keine Bots. Und wir lassen uns, Entschuldigung, wenn ich es sage, aber wir lassen uns auch nicht verarschen. Wir zeigen, dass wir da sind. Bald ist Europawahl. Am 23.03. finden europaweit Demos statt. Und ich werde dann auch nach Berlin fahren und werde dort sein. Ihr seid auch herzlich eingeladen. Wichtig ist nur, bleibt immer friedlich. Und wenn Menschen außen herum sich wundern, was wir hier machen, klärt sie auf. Redet mit euren Eltern darüber, mit euren Großeltern, mit euren Geschwistern. Redet mit denen darüber, aktiviert sie und lasst euch nicht die Freiheit nehmen. Wir sind keine Bots. Wir sind keine Bots! Wir sind keine Bots! Okay. Sagst du auch was? Diana, komm. Ich finde, Diana zu loben sollte auch was sagen. Diana, komm mal her. Wer von euch kennt Diana zu Löwen? Siehst du? Aha, aber spielt keine Rolle. Du hast 700.000 Abonnenten? Ja. Ja, Diana zu Löwen ist auch eine, die bei Creators for Change mit dabei ist, oder? Eine bessere. Möchtest du auch was den Leuten sagen? Ja, ich finde, wir sollten auf jeden Fall das hier als Zeichen sehen, dass wir uns alle auch für die Wahlen jetzt dann engagieren Ende Mai. Weil ich finde es so traurig, dass so alte Leute über unsere Zukunft entscheiden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir Ende Mai wählen gehen und unsere Stimme nutzen, damit auch das Parlament jünger wird, damit auch Gesetze entstehen, die wir toll finden und die für uns eine gute Zukunft bereiten. Und ich finde es so toll zu sehen, wie viele Leute hier jetzt auf die Straße gehen, wie viel sich dafür einsetzen, auch so viele YouTube-Kollegen. Und dass wir wirklich zeigen, dass uns unsere Freiheit im Internet, dass uns User-Generated Content am Herzen liegt. Also finde ich super toll. Einmal Applaus für Diana. In diesem Sinne auch nutzt eure Stimme. Nutzt eure Stimme. Du möchtest auch etwas sagen. Wer möchte noch was sagen? Komm her. Hier. Sehr gut.
Wer bist du? Ich bin Luna. Okay, sehr gut. Also meiner Meinung nach ist es so, ich bin 2004er und ich könnte mir das nicht sagen. Ich finde das so genial, wie das hier innerhalb von 2 Tagen... Genau, warte. Stimmt, wir nehmen den Leuten, die hier sind, die Leute, die gerade hier mit demonstrieren, nehmen wir voll die Sicht und ich würde sagen, wir setzen uns alle mal kurz hin, damit die auch mitbekommen, was hier abgeht. Ja, bitte einmal kurz hinsetzen. Weil das sind die Leute, die hier hingekommen sind und heute innerhalb von 2 Tagen demonstrieren. Mega krass, was hier organisiert wurde. Vielen lieben Dank auch an die Leute vom Sanitätsverband, die hier sind, an die Leute von der Orga. Das ist mega krass, das in 2 Tagen aufzubauen. Vielen lieben Dank an die und ich hoffe, in einem Monat, wenn wir das in 2 Tagen aufbauen, wenn wir 2000 Leute hier hinbekommen in 2 Tagen, was erreichen wir dann in 4 Wochen im März? Das wird mega krass und ich hoffe, ihr informiert euch, wo man in der Nähe bei euch einfach mal hingehen kann, auf die Straße gehen kann, mal seine Meinung sagen, mal nicht einfach nur im Internet zu schreiben, ja, finde ich gut, sondern wirklich mal auf die Straße zu gehen, dafür zu kämpfen, was man hat, dafür zu kämpfen, wie unser Internet ist und dass es so bleibt und wir nicht bald einfach nur noch gefilterte Scheiße sehen und nicht das, was wir wirklich wollen, das, was uns interessiert, sondern unsere Kultur, unsere Internetkultur der Jugend aufrechterhalten und nicht die Kultur der Erwachsenen, der alten Menschen, die überhaupt nichts vom Internet verstehen und uns aufzwängen wollen. Das finde ich total scheiße und ich finde, wir müssen hier informieren, auch die Leute, die es einfach nicht verstehen, die das Internet nicht verstehen, die Politiker, die Abgeordneten anschreiben und die informieren, was denn das Internet ist für uns. Ich finde das sehr wichtig und ich finde das toll, dass heute so viele da gekommen sind. Einmal Applaus bitte für euch alle selber. Sehr, sehr stark. Wir haben hier Musiker, wir haben Unterhaltungskinder. Schau mal hier den Stream. Deine Leute. Und jetzt jemand, der schon seit vielen Tagen und vielen Wochen diesen ganzen Diskurs auch newsmäßig aufbereitet. Einmal Applaus für Herrn Nüstheim, der heute hier ist. Da bin ich auch. Also es hat sich jetzt ganz spontan auch bei mir ergeben, dass ich hier auf diese Demo gehe. Ich hatte ursprünglich im Sinn, dass wir zum... Lauter! Einfach ans Kind! Halt ans Kind! Okay, also ich rede mal ein bisschen lauter. Jetzt sollte das, glaube ich, passen. Ich hatte ursprünglich vor, dass wir am 23.03. eine riesige Großdemo in Berlin vorrangig machen und auch in allen anderen Städten. Und jetzt kam ganz schnell vor 2 Tagen, dass wir hier auch in Köln demonstrieren. Und das ging alles so rasant schnell, dass ich am gestrigen Abend mir dachte, wir müssten jetzt alles geben. Und ist das Mikrofon? Ach so, okay. Ich brülle hier vor mich. Jetzt geht es. So, Entschuldigung. Das ist kein Kondensat, ey. Kein Kondensatmikrofon. Nein, also es hat sich jetzt alles ganz spontan entwickelt. Diese Demo ist jetzt vor 2 Tagen geplant worden. Und dass das alles jetzt diese enorme Größe, wir haben hier tausende von Menschen, 2000 Menschen haben wir jetzt hier, die für ein freies Internet kämpfen, die dafür kämpfen, dass keine Zensur mehr stattfindet. Und die Demokratie verlangt ein freies Internet. Und für dieses freie Internet werden wir auch kämpfen. Jawohl! Wir sind keine Bots! Wir sind alles andere als Bots. Artikel 13 ist die größte Scheiße überhaupt. Und man kann nur hoffen, dass dieses Zensurgesetz bald beerdigt wird. Jetzt geht nichts. Ganz ruhig. Alles. So, das ist ein bisschen kompliziert. Das ist die Zensur schon. So, ich glaube, das geht besser. Ja, das geht besser. Also, die Folge von Artikel 13 ist ein Upload-Filter. Das ist jedem klar. Nur anscheinend den Abgeordneten nicht, die für dieses famose Gesetz gestimmt haben. Und ich hoffe, dass nach dem heutigen Tag und auch nach dem 23.03. das sämtlichen Abgeordneten klar wird. Jawohl! So, ich kann jetzt hier sagen, wir brauchen ein freies Internet und dafür kämpfen wir. Der Newstime auf jeden Fall richtig in Rage. Ja?
Es ist auch wichtig, aufzustehen, laut zu sein und sich zu beschweren, aber lasst euch nicht in der Sache separieren. Dann sagen nachher die einen, wir wollen Katzenvideos, die anderen wollen den Herrn Newstime, die anderen den Alblali. Wir sind wegen derselben Sache hier. Wir sagen, save your Internet! 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 Toni, was mit dir? Komm mal her! Wir haben auch den Toni hier. Ich finde, jeder sollte die Möglichkeit haben, seine schöne Stimme zu erheben. Mein Lieber. Hallo, hört man mich? Ja, klar. Da hört man das meiste nicht. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ich finde es geil, dass so viele erschienen sind. Ich kann nur großes Danke sagen, dass ihr das alle unterstützt. Lasst uns zusammen kämpfen für das Richtige. Lasst uns das Internet so beibehalten, wie wir es kennen. Danke. Dankeschön. Ich wollte einmal Hallo sagen. Das heißt, vernetzt euch. Es gibt eine Seite, die heißt Save Your Internet. Es gibt eine Seite, die heißt Save the Internet. Ihr seht hier, change.org/save the Internet. Wichtig ist, dass wir wirklich an einem Ort zusammenkommen, dass wir Hashtags gemeinsam nutzen, den Hashtag Artikel 13, Hashtag Uploadfilter und Hashtag Save the Internet. Nicht wahr? Möchtest du auch was sagen? Nein. Genau, Petition unterschreiben. Ich glaube, wir sind schon fast 5 Millionen, nicht wahr? Am Montag wird die Petition an die Justizministerin Barley übergeben. Und wichtig ist einfach, dass wir ein Auge darauf behalten, dass das, was uns wichtig ist, auch umgesetzt wird. Es gibt Leute, die setzen Dinge um. Es gibt Gesetze, es gibt Gesetzgebung. Wichtig ist, dass wir uns da einbringen. Seid ihr dabei? Ja! Die Leute auf der anderen Seite vom Dom, die hören euch gar nicht. Seid ihr dabei? Stopp die Zensur! 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 Also, Petition unterschreiben. Wir haben hier noch einen mutigen Redner. Komm mal her. Ja, ich komm mal. Es ist so, dass es nicht schlimm ist, meiner Meinung nach, dass viele von euch minderjährig sind. Ihr könnt mit euren Eltern, Großeltern, Onkeln darüber reden. Das ist das Wichtigste, was man als Minderjähriger machen kann. Es gibt etwas, was ziviles Ungehorsam heißt, was ich aber nicht unterstützen will direkt, sondern etwas, was ich familiäres Ungehorsam nenne. Es gibt einen Song von den Ärzten, der nennt sich Rebell. Hört ihn euch an, solange ihr es noch könnt. Deswegen, es ist wichtig, dass ihr mit euren Familienmitgliedern und allen Erwachsenen, die wählen gehen können, redet. Euch selber aber informiert, auch am Wahlomat, was ihr wählen würdet. Und deswegen ist es wichtig, redet mit Erwachsenen, die wählen gehen und überzeugt sie davon, dass eure Zukunft in Gefahr ist. Mein Name ist Sean Köllewood und das waren meine Worte. Ganz schön. Du hast es gesagt, die jungen Leute können auch aufstehen, auch die ganz Kleinen. Jeder hat eine Stimme, wie wir jetzt auch bei dieser jungen Klimaschützerin gesehen haben. Ganz, ganz wichtig, steht auf. Und wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, verzichtet bei solchen Veranstaltungen auf Alkohol, verzichtet auf Drogen, kommt zusammen, seid friedlich, nutzt in dieser Zeit eure Stimme. Wir haben hier noch einen Herrn, er sprach mich gerade an und sagte, ich bin ein Erwachsener, ich möchte hier sprechen. Einmal Applaus für Martin. Okay. Also erstmal danke für deine Worte eben, das passt nämlich ganz gut. Mein Sohn hat mich heute auf die Demo aufmerksam gemacht. Ich habe da gar nichts von gewusst. Ich kenne allerdings Artikel 13 und erwähne in diesem Zusammenhang nochmal die WBS, die darüber sehr gut aufklärt. Also wer sich darüber noch nicht so auskennt, der sollte sich das mal angucken, diese Rechtsanwaltskanzlei, die hat das gut auseinandergenommen. Also ganz, ganz wichtig ist, finde ich toll, dass ihr hier alle gekommen seid und dass ihr den Arsch hochgekriegt habt und euch nicht von Fernseher geknallt habt, gezockt habt oder Amazon Prime geguckt habt, whatever. Und ich habe auch jetzt überlegt, gehe ich hier hin und habe dann gedacht, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das machen, egal wie viel wir sind, weil es geht eben nicht nur um YouTube-Videos, es geht um unsere Freiheit per se. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Gesetz, was da durchgeprügelt wird, durchgewunken wird und von die meisten Politiker gar keine... Oh, ich werde schon... Und von die meisten Politiker gar keine Ahnung haben, was sie da unterschrieben haben und durchgewunken haben, insbesondere auch CDU-Politiker, die ich übrigens 30 Jahre gewählt habe. Ja, hey! Ja, ich halte mich, ich habe sie gewählt, aber schon seit bestimmt 10 Jahren nicht mehr, weil ich auch durchgeblickt habe, dass das... Hey, hey! Genau, nie mehr CDU! So, okay,
lass mir das alle noch sagen, dann höre ich auf. Ganz wichtig, das ist ein Gesetz, was anfangs eingeführt wird, um solche Sachen wie YouTube zu unterdrücken, aber im Großen und Ganzen werden die das ausweiten. Die werden erst nur sagen, ah, da geht es um Urheberrecht und so, das muss ja geschützt werden. Und dann wird es irgendwann darauf hinauslaufen, dass sie sagen, ja, auch rechtswidrige Sachen, die müssen wir auch rausfiltern. Nur was ist denn rechtswidrig? Das legt ja der jeweilige Machthaber vor und sagt, das ist so und so. Wir müssen ja aufpassen. Ihr seid die Zukunft, das muss ich absolut unterstützen, was die Frau eben gesagt hat. Ihr seid die Zukunft. Und ihr entscheidet darüber, ob man euch einen Maulkorb auferlegen könnt, so wie das jetzt in China funktioniert, wunderbar. Guckt nach China, Punktesystem, das ist die Zukunft, die viele für die Massen wollen. Und wir haben jetzt noch die Möglichkeit, das zu stoppen, beziehungsweise für die Freiheit einzutreten. Ich demonstriere nicht gegen etwas, sondern für etwas. Ich möchte für die Freiheit demonstrieren. Für unsere Freiheit, für Meinungsfreiheit. Für die Freiheit von Gedanken. Für die Freiheit. Leute, kämpft für die Freiheit. Und bleibt wach. Bleibt wach. Lasst euch nicht irgendeinen Scheiß erzählen. Bleibt wach. Ganz, ganz wichtig. Bleibt wach. Und lehnt nicht irgendwen ab, bloß weil er irgendeiner Partei angehört. Wenn der Mann sagt, kämpft für die Freiheit, dann ist es mir eigentlich egal, ob er für die SPD, CDU, FDP steht. Entscheidend ist das, was er sagt und was er tut. Und hier hinzukommen, ist schon eine Tat. Wir haben nicht nur zu Hause vorm Fernseher gehockt und haben uns berieseln lassen. Nein, wir sind auf die Straße gegangen und haben friedlich, und das ist ganz, ganz wichtig, friedlich demonstriert für die Freiheit. Und in dem Zusammenhang, lasst mich noch ein letztes sagen, wie Gandhi mal gesagt hat, sei die Veränderung in der Welt, die du sehen willst. Und genau das haben wir, das habt ihr, das haben wir alle heute gemacht. Wir sind aufgestanden und haben für das eingestanden, was wir wollen. Unsere Freiheit, unsere Gedankenfreiheit, unsere Freiheit in Wort, Bild, Schrift, das ist das Wichtigste. Dankeschön fürs Zuhören. Alles Gute euch. Hey! Vielen Dank, Martin. Und danke nochmal. Sehr, sehr gerne. Der Sebastian hat es auf die Beine gestellt. Das müssen wir weiterhin festhalten. Dankeschön, Martin. Jetzt haben wir einmal noch die Sicht von quasi Rechtsanwaltskanzlei WBS hier aus Köln. Auch wichtig, das Recht auf seiner Seite zu haben. Der Martin hat ja gerade einen Fehler eingestanden. Er hat gesagt, er hat früher immer die CDU gewählt. Und er hat gesagt, wichtig ist es allerdings auch, Fehler einzugestehen. Auch ich habe schon Fehler gemacht auf YouTube. Ich habe zum Beispiel ein Video hochgeladen, in dem ich Bild-Zeitungen verbrannt habe. Ich finde zwar die Bild-Zeitung immer noch scheiße, aber ich würde heutzutage nicht mehr solche Dinge verbrennen zum Beispiel. Ich würde damit anders umgehen. Das Schöne an dem Internet ist nur, dass man sich bisher auch immer mal Fehler erlauben durfte. Man durfte Dinge machen, dann wird man gestrikt. Das Wichtige ist, es gibt ja schon ein Urheberrecht. Es gibt den Content-ID-Filter auf YouTube. Auch bei Facebook kann man Dinge hochladen oder bei Twitter. Wenn die gemeldet werden und eben nicht mit den Urheberrechten konform sind, werden die gesperrt. Wichtig ist nur, darf ich etwas hochladen und geht das überhaupt online? Oder wer entscheidet, ob dieses Video überhaupt online geht? Das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Hier haben wir noch jemanden, der die Spieleindustrie repräsentiert. Andreas Bürger. André Bürger, genau. Er würde gerne zu euch sprechen. Einmal Applaus. Hallo. Einmal ganz kurz die letzten Worte. Ich bin seit 32 Jahren entwickle ich Software. Ich bin also seit ganz, ganz Anfang dabei. Und ich kann Herrn Voss nur immer wieder sagen, auch wenn das Wort Uploadfilter nicht explizit in Artikel 13 drinsteht, es geht technisch nicht ohne, was er da erwartet. Und es steht das Wort Inhaltsfilterung, also ähnlich steht ja dort drin, oder Inhaltserkennung. Ich möchte darauf hinweisen, es wird Uploadfilter geben, wenn das durchkommt. Das war auf allen Plattformen. Das betrifft ja selbst kleine Blogs, die irgendwie 100 Leute haben, wenn die Blogs mehr als 3 Jahre alt sind. Das darf nicht passieren. Und ich selber als Urheberrechtsinhaber, an unserem Spiel, an unserem Content, ich möchte weiterhin, dass die Sachen auf YouTube, auf Twitch und sonst wo gezeigt und gespielt werden dürfen. Das möchte ich einfach mit auf den Weg geben. Danke, André. Ihr seht also, und auch das zieht sich eigentlich durch, dass sogar Urheberrechtsinhaber, Autoren und so weiter alle überhaupt gar kein Interesse haben. Ich selber bin Musiker, ich lebe davon, überhaupt kein Interesse daran. Und jetzt spricht noch einmal zu euch der Akko. Einmal Applaus.
So, mein Name ist Akko, ich komme aus Düsseldorf, betreibe auch zwei YouTube-Kanäle und ich will euch eine Sache sagen. Das mit dem Artikel 13 ist nur der Anfang. Ihr müsst auch bedenken, die wollen das Bargeld abschaffen. Früher oder später kommen irgendwelche Chips in eure Unterarme oder sonst wo, damit die tracken können, wo ihr hingeht. Und überall werden euch die Freiheiten genommen und peu à peu, ohne dass ihr das merkt. Ihr müsst um jeden einzelnen Recht, was ihr habt, kämpfen. Und Artikel 13 ist nur ein kleiner Teil. Also die werden früher oder später das Bargeld abschaffen, dann können sie nämlich kontrollieren, wo hat der Geld überwiesen, was hat er sich gekauft, warum hat er das, an wem hat er Geld gegeben. Ne? Also lasst euch diese Freiheiten nicht nehmen, das ist nur ein kleiner Teil. Artikel 13 ist nur der Anfang und ich würde sagen, am 23.03., wenn die nächste Demo ist, sollten locker 10 bis 20 mal mehr Leute kommen. Deswegen sagt Freunden und Verwandten Bescheid, hier geht es um viel mehr als nur Artikel 13. Vielen Dank. Sehr stark, danke Arthur. Wir haben noch einen, wie ich finde, interessanten Redebeitrag, weil es gibt ja immer auch Politiker, die dann in die Richtung laufen, die in die Richtung laufen. Wir sollten happy sein, wenn sie auf uns hören, aber eine Partei, die sich schon immer für die Freiheit im Netz eingesetzt hat, ist die Piratenpartei und du bist Christoph, richtig? Genau, ja. Ja, der Christoph möchte einmal jetzt zu euch sprechen. Hallo, ich bin einfaches Mitglied, aber ich bin Informatiker und habe am Institut für Web Science promoviert. Laut Axel Voss habe ich aber überhaupt keine Ahnung vom Internet und wir alle auch nicht. Und das ist eine Unverschämtheit, dass wir hier nicht gehört werden. Und deswegen sind wir heute hier, dass wir uns das nicht mehr gefallen lassen, dass die Leute über unsere Köpfe hinweg entscheiden und uns nicht hören. Das ist ein Skandal. Und wir werden das bei der Wahl berücksichtigen und wir werden uns das nicht mehr gefallen lassen. Ich möchte an der Stelle mal Julia Reda danken, die im Europaparlament super Arbeit leistet und uns für uns einsetzt und sich wirklich aufopfert, alleine riesige Sachen geschafft bekommt. Und danke dafür. Und das ist wirklich super, dass wir eine Netzpolitikerin haben, die sich auskennt. Und wir brauchen mehr Netzpolitiker im Europaparlament. Das ist unsere Zukunft. Wenn wir Uploadfilter bekommen und die Regeln bedeuten Uploadfilter, dann bedeutet das, dass kleine und mittlere Plattformen sich Filter kaufen müssen. Die können das nicht mehr finanzieren. Damit werden kleine und mittlere Firmen verhindert. Am Ende haben wir ein Internet der Konzerne. Und das wollen wir alle nicht. Danke, dass ihr alle da seid heute. Sehr stark. Danke, Christoph. Nichtsdestotrotz weiterhin die Empfehlung, es gibt sowas wie den Wahlomat, füllt da die Antworten aus, schaut, welche Partei zu euch passt. Jetzt kommt noch jemand, ein junger Herr, komm mal nach vorne. Akito, richtig? Das ist ein Spitzname, wie heißt du wirklich? Eigentlich heißt du Sebastian. Eigentlich Sebastian, aber heute hier als Akito. Macht mal Lärm für Akito. Dankeschön, danke. Und zwar, wir alle haben keinen Bock auf Artikel 13, ist ja wohl klar. Problem ist, meiner Meinung nach, CDU verstößt gegen seine eigenen Regeln. Ja? Sie machen den Koalitionsvertrag vor Monaten, sagen, Artikel 13 wird es so nicht geben und auf einmal heißt es, Artikel 13 ist Sache und das betrifft nicht nur Artikel 13, denn welcher Artikel ist der nächste, der auf einmal trotz Vertrag doch durchgesetzt werden will? Es betrifft nicht nur das, obwohl das hier schon sehr wichtig ist, aber es können noch weitere Artikel sein, die unsere Menschenrechte verletzen, die einfach so durchgezogen werden, obwohl sie bereits schon abgelehnt worden sind. Und sowas geht nicht fit. Das ist nicht in Ordnung und wir müssen für unsere Freiheit kämpfen. Die CDU das Ganze spüren lassen bei den Wahlen. Nie mehr CDU, Leute. Nie mehr CDU. Nie mehr CDU. Nie mehr CDU. Nie mehr CDU. Vielen Dank, dass ich hier was sagen durfte. Einmal Applaus für Tito. Sehr stark, sehr stark. Du wolltest auch noch was sagen, oder? Komm mal nach vorne. Endlich mal eine Dame, oder? Ich finde es auch wichtig, dass die Frauen aufstehen. Wo sind die Frauen hier? Wir machen den Gegencheck. Wo sind die Männer? Was? Wo sind die Frauen? Danke, dass ihr alle da seid. Also ich bin jetzt kein großer YouTuber oder so und ich bin auch eigentlich nicht so der Typ, der gerne vor fremden Leuten spricht, aber eigentlich genau deswegen bin ich hier. Das Internet ist mein Platz. Ich habe immer zu Hause gesessen, habe mich mit den Leuten im Internet unterhalten und ich habe echt
die Schnauze voll, mich dafür irgendwie rechtfertigen zu müssen oder dass Leute mich dafür kriminalisieren, als wenn sie mir sagen, ja, ich bin nur ein Bot oder diese Bewegung ist nur, keine Ahnung, wie nennt man das, so fake und wir sind nur aufgekauft und würden in irgendwie insgeheim die Leute anrufen, also die Abgeordneten und sie dann bedrohen. Das ist nicht in Ordnung und ich habe das Gefühl, als würde man jetzt versuchen, von außen unsere Jugendkultur, unsere Internetkultur zu diffamieren und uns auch bei den Unbeteiligten, die noch keine Ahnung haben oder vielleicht einmal nur einmal die Woche in die Zeitung gucken, uns die Basis zu nehmen oder die Leute, die eventuell zuhören würden oder dass es dann einfach Vorurteile gegen uns gibt, die nicht stimmen und das ist nicht in Ordnung und das müssen wir wirklich verhindern. Wir müssen nach draußen tragen, dass es jeden angeht, auch unsere Eltern, wenn die irgendwie auf Facebook rumhängen oder so. Das geht nicht nur Leute auf Reddit an, auf Tumblr, auf Twitter, Leute, die Fanfictions schreiben oder Videos machen auf YouTube oder Videos gucken. Es ist jeden. Es geht jeden an. Ja, und eigentlich wollte ich nur das sagen. Einmal Applaus für Juliane, für Jule. Dankeschön. Was du gesagt hast mit diesem Safe Space Internet, ne, dass man da eben auch einfach so als schüchterner Mensch, das kenne ich selber auch, du siehst ja meine Brille, wie fett die ist, ne? Also die war früher noch viel, viel dicker. Ich war immer so der kleine Außenseiter und durch das Internet habe ich es geschafft, hunderttausende Leute zu erreichen. Es gibt eben eine Dame, die dann Geschichten vorliest, die Marmeladenoma, ja. Man kann dort... Du kannst dich einfach über alles informieren. Wenn du dich darüber informierst, wie du Tomaten am besten anpflanzt, findest du einen, der dir zeigt, wie du Tomaten am besten anpflanzt, wie du dir eine Krawatte binden kannst und, und. Für jede Situation aus deinem Safe Space heraus. Und ich finde, langsam reicht es. Man hat uns schon viel Freiheit genommen, viel Kommerzialisierung des Internets. Langsam reicht es, wir dürfen uns das nicht mehr nehmen. Deswegen sagen wir, stopp die Zensur! 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 Und jetzt haben wir hier noch einmal den Florian, der nochmal sprechen möchte. Einmal Applaus für Florian. Hallo, meine lieben Freunde. Wie ist das so fresh, hatte ich? Guten Tag erstmal. So, ich bin selbst ein YouTuber mit 451 Abonnenten. Und weil ich das von der News-Time mitgekriegt habe, erstmal danke dir. Es ist so, ich habe meine Augen nicht und meine Ohren nicht getraut. Ich sag nur eins, diese Scheiße soll einfach weg. Also Artikel 13 ist der größte Müll. Ich habe schon so viel Mist erlebt, also generell bei der CDU. Und ich sag einfach nur, die CDU soll darüber büßen und die sollen halt darüber die Rache spüren, wie stark wir sind. Ich weiß ganz genau, wie stark wir sind. Wir sind alle eine Familie, deutsch gesagt. Wir sind die Familien YouTube, Internet und da sage ich nur, Save you Internet! Wow, so viel Energie hier, oder? Richtig stark. Wir haben noch einen jungen Mann hier, der hat gerade gesagt, im Internet heiße ich Beta und so möchte er auch angekündigt werden. Einmal Applaus für Beta! Zuerst einmal, ich bin unheimlich nervös. Mein Herz sitzt irgendwo da unten gerade. Ja, in allererster Linie möchte ich Danke sagen an alle, die herkommen, die sich dafür einsetzen, die sich hier wirklich den Arsch aufreißen, zu sagen, hier, das ist unsere Bier, wir möchten das verteidigen. Und das genauso sehe ich wirklich ganz genauso. Und ja, das ist halt, das ist unsere Bier. Was haben die dazu gammeln? Vor allem, wenn sie sich nicht mal informieren. Wer zum Beispiel macht irgendwas? Hebt doch mal die Hand. Wer macht irgendwas? Wer macht privat zum Beispiel sowas? Hobbymäßig? Ja, viele. Ja, möchtet ihr das verlieren? Nein. Klar. Ich auch nicht. Und ich bin mir sicher, wenn wir hier den Boss hier neben uns hätten, der hätte keine Ahnung von dem, was wir reden. Der wird schon nicht mehr hintrauen. Der riecht ja schon fast ab. Ja gut, dann wäre das auch ein Jagdgebiet für ihn. Ja, ich möchte nicht irgendwann aufwachen und mir sagen lassen, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Ich möchte auch in Zukunft weiterhin frei sein im Internet. Ich habe viele Freunde kennengelernt. Ich habe viele Geschichten, die ich erzählen kann. Durch das Internet, die mir da passiert sind. Schöne wie schlechte, ja. Okay. So, nur gerade. Ja, das ist besser so. Fantastisch, jetzt hört man mich auch. Mann!
Ja! Mein Gott, zitter ich. Ich sag, ich bin ja nervös, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, was sich diese Leute dabei denken, das Internet in dieser Form zu zensieren. Vor allem, sie nennen es nicht Filter, sie nennen es einfach nur anders. Eine Kuh bleibt immer noch eine Kuh. Du kannst sie Olga nennen, du kannst sie wie auch immer nennen, es ist immer noch das Gleiche. Aber der checkt das nur einfach nicht. Wir müssen ihm das mal klar machen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Vielen Dank, Peter. Ja, er zittert auch ein bisschen. Sehr, sehr stark, wie viel Energie hier ist. Herr Newstime eben und Peter und der Akku. Wahnsinn, ich bin echt begeistert. Eine Sache muss ich nur sagen zum Herrn Voss. Weil wenn er gesagt wird, dann ist hier Jagdgebiet, dies und das. Nein, ich würde mich freuen, wenn er hier hinkommen würde und mit uns reden würde. Weil wisst ihr, was mir in all diesen Jahren Internet und Nachdenken aufgefallen ist? Das Problem mit Recht und Unrecht ist immer, dass die Menschen niemals denken, dass sie im Unrecht sind. Darauf müsst ihr mal achten. Auch Nazis zum Beispiel haben eben ihre Wahrnehmung. Wenn ich durch die Welt laufe, ich freue mich, dass die Welt hier bunt ist, dass wir vielfältig sind, dass wir offen sind und die erleben das eben anders. Und genauso ist es mit dem Internet auch. Der Herr Voss denkt tatsächlich, dass er in irgendeiner Art und Weise das Richtige tut. Und dass das nicht stimmt, dafür stehen wir alle hier. Wir haben noch einen Redner hier, Bakado, richtig? Einmal Applaus für Bakado. Ja, hallo. Auf jeden Fall, ich möchte euch allen erstmal danken, dass ihr alle gekommen seid. Danke, dass ihr diese wundervolle Demo hier veranstaltet habt und ich finde das super. Und ja, ich bin aus der IT, ich bin in der Ausbildung aktuell noch. Und ja, ich kann euch einfach sagen, theoretisch ist zwar nichts unmöglich, aber diese Upload-Filter, die erkennen würden, was richtig und was falsch ist, die sind nicht möglich. Das ist unmöglich. So, ein paar tausend Zeilen Code können nicht erkennen, ob das jetzt einfach nur eine Parodie war oder ob es ein Verstoß war. Nur Individuen wie wir können das machen. Und ich finde das super, dass ihr euch hier alle versammelt habt und dass ihr dafür einsteht. Weil, ich sag's mal kurz so, ich bin minderjährig, meine Eltern jucken sich nicht dafür, ich darf nicht wählen gehen, ich darf nichts machen hier. Noch! Ja, noch. Außer jetzt hier meine Stimme, so klein sie auch sein mag, sie zu erheben und mit euch allen zusammen ein Korn zu stiften. Und ich habe eine kleine Frage an die ganzen Politiker und vor allem an Axel Voss. Und ich finde es super, wenn irgendjemand mal darauf auch antworten würde. Nämlich, sehe ich für euch aus wie ein Bot? Los, wir sind keine Bots! Wir sind keine Bots! Wir sind keine Bots! Wir sind keine Bots! Vielen Dank! Alles, was ihr machen könnt, ist, nutzt alle eure Möglichkeiten und seid laut für unser Internet. Danke. Wow, Bakado. Er ist aus dem Raus explodiert. Ja, wir haben Leute, die machen News, wir haben Leute, die machen Musik, wir haben Leute, die spielen Computerspiele im Internet, was viele nicht verstehen. Warum gucken Leute anderen Leuten zu beim Internet? Aber Gronkh, Marmeladenoma, gewisse Leute sind eben einfach sympathisch, denen schaut man gerne zu. Wir haben hier allerdings eine Dame, Ellie, komm nochmal nach vorne, die offensichtlich Cosplay macht und das sogar auf Twitch, auf YouTube, du bist auf Twitter, du bist auf Instagram, also überall und du hast auch was zu sagen. Einmal Applaus für Ellie. Ja, wie schon vorgestellt wurde, ich bin Cosplayerin. Artikel 13 würde für mich das Ende meines Berufs bedeuten. Also ich habe mir dank des Internets habe ich geschafft, mir eine eigene Existenz aufzubauen. Ich mache den Mist mittlerweile beruflich, ich verkleide mich. Selbst meine Eltern nehmen mich noch nicht ernst. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, ich finde es so großartig, dass ihr es alle geschafft habt, hierher zu kommen. Ich weiß, wie schwer es manchmal ist, morgens aus dem Bett zu kommen. Ich weiß, wie mürbe man gemacht wird, einfach davon, dass seit Monaten man das Gefühl bekommt, okay, Artikel 13 ja oder nein, dann hat man erst das Gefühl, er ist weg und dann kommt er plötzlich wieder, um hinterrücks halt durchgedrückt zu werden und die Leute kriegen es teilweise gar nicht mit. So viele meiner Freunde haben gesagt, wie, das gibt's noch? Ich dachte, das ist vorbei. Also ganz großen Applaus an euch, dass ihr es alle geschafft habt, heute Morgen aufzustehen und euch hier zu versammeln. Und um Demokratie zu machen. Also Applaus an euch erstmal. Demokratie ist kein Selbstläufer. Demokratie braucht jeden Einzelnen von euch. Und das hier ist, wie viele schon gesagt haben, nur der Anfang. Merkt euch, wie das hier war. Merkt euch, was für eine coole Sache das ist, was für ein Gemeinschaftsgefühl dabei ist. Und wenn wieder was ist, wo ihr sagt, das finde ich nicht okay, versammelt euch wieder. Versammelt euch so oft ihr könnt, um gegen Ungerechtigkeit zu protestieren und um die
die Welt oder zumindest dieses Land mindestens ein Stückchen besser zu machen. Ihr habt die Kraft dazu. Ihr wisst doch, wie viel Unterschiede ihr immer macht, wenn es um Sachen wie Friendly Fire geht, wenn es um Sachen wie Loot für die Welt geht. 100.000 Leute gucken zu, jeder gibt 1 Euro. Ihr könnt euch ausrechnen, wie viel man am Ende hat. Hier geht es nicht um Geld, hier geht es um Menschen. Hier geht es um eure Stimme. Denkt an die Europawahl, denkt daran, zur Wahl zu gehen und vielleicht nicht unbedingt CDU zu wählen. Vielleicht irgendwas, was ein bisschen mehr unsere Interessen vertritt. Das wäre es eigentlich. Vielen Dank.